Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Teil von meinem Let's Play zu Haunting Ground. Ja, ich muss aber vorher kurz was gucken, nicht, dass ich diese Ansprache schon wieder umsonst mache. Ah, er hat's übernommen, das ist schon mal schön, weil mir ist aufgefallen, ich nehme diesen Teil jetzt schon zum dritten Mal auf, weil mir aufgefallen ist, dass wenn dieser Krüppeltypi kommt, ist das ziemlich, also bin ich ziemlich leise und ja. Das ist jetzt hoffentlich nicht mehr so. Und wenn doch, dann tut's mir leid. Dann tut's mir leid. Und kaum ist Fiona wieder im Spiel, macht sie alle kaputt. Ah. Da-da-da-dam. Ja, hier hätte ich jetzt die Restplatte schon reinmachen können, aber... Ich will erstmal zeigen, wie man eine Tür aufmacht. Nein, ich will erstmal zeigen, wie. Ich bin raus. Wie man darauf kommt, dass man da das Ding reinmachen. Was gibt's denn heute Schönes zu essen? Sieht's aus, ob es Fleisch gibt. Es scheint, als ob sie noch nicht damit fertig sind, es zuzubereiten. Oh ja, ich hätte jetzt auch Lust auf ein Steak. Schön, dass er verwöhnt wird. Hier ist nichts. Muhaha. Telepitas? Bist du hier? Mach zu. Ich hab ihn gehört. Ah, ich will nicht. Hey, was ist das? Noch eine zerbrochene Platte. Und so kommt man denn auch nämlich auf und... Wollte ich nur mal kurz zeigen. Dann kann ich das jetzt aufmachen und dann sind wir wenigstens... Hups! Hier unten fertig. Ist das überhaupt unten? Naja, okay, also wir sind hier mit den Gang dann fertig. So. Führe das bitte dort ein. Gut. Musik ist nicht... Also bleibt so. Hier gibt es, glaube ich, auch noch schöne Sachen, die man so mitnehmen kann, wie Kamille und Verstecke und... Warum steht hier ein Sessel? Damit man schön gucken kann, wenn der andere badet. Ja, das ist doch auch mal was Feines. Was Feines ist das? Ja, Maya, freilich, was ist hier drin? Ah, ja, das kann ich euch später vielleicht auch zeigen. Wenn ich das dann hinkriege, das so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Euer Freund, ein Versteck. Obwohl ich sagen muss, dieses Versteck ist ziemlich kacke. Yay, Krems. Hier, Fiona, kannst du gleich mal deinen täglichen Tätigkeiten nachkommen und mal ein bisschen putzen. Zu was anderem bist du auch nicht zu gebrauchen. Das ist nicht wahr. Ja, ich wollte auf den Pott. Okay, das ist ja das, was ich aus dem Klo trinken wird. Verdammt. Ah. Ob das Wasser wohl trinkbar ist? Start ist wieder hergestellt. Erholungspunkte. Ja. Planer, da stand jetzt eh nur, ja, Punkte sind dafür da, damit dein Start ist wieder hergestellt wird. Halt die Fresse. Ich habe vergessen, die Uhr schon wieder sichtbar für mich zu machen. Ist jetzt aber auch egal. So. Dann machen wir mal das, was wir eigentlich machen sollen. Ich habe beim ersten Mal das Spiel gespielt, aber hier auch mit dem Kopf durch die Wand. Hallo. Was hier so alles rumliegt. Und hängt. Was? Spirituosen? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass mein Vater ein ziemlicher Weinkenner war. Toll, jetzt habe ich das wieder nicht gelesen, was davor stand. Ach, Manu. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke? Ach Mann, ich habe schon wieder was weggedrückt. Sieht so aus, als sei es voller Dosen. Es kommt kein besonderer Geruch aus dem Kasten. Ah, okay. Eine Vase! Mach sie kaputt! Dürrhuhn. Ja, wollen wir mal ein bisschen Dürrhuhn essen? So, benutzen. So, und jetzt haben wir eine Karte, die ich nicht benutzen werde. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht brauche. Hoffe ich.
das für ein Gang? Ah! Und ich glaube, rot ist immer das, wo man dann schlussendlich als letztes hin muss. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Karte nie benutzt. Ich benutze keine Karte. Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. I am Ricardo, keeper of the castle. So sorry to hear about your accident. Your parents. As Master Ugo and Mistress Ayla are both deceased, you, Miss Fiona, are the sole surviving heir of Belly Castle. Are you in pain, miss? Will you be all right? You've had a long day. Please, rest upstairs. Your bed has been made. Thank you.
Ja, da sind wir wieder. Wunderbar. Ich habe mir einen Kommentar gemacht. Meine Eltern sind tot? Das ist eine Lüge. Vielleicht ist alles nur ein Traum. Oder ich stehe unter Schock oder so. Das muss es sein. Es muss so sein. Nein, Fiona, das ist kein Traum. Das ist ein Spiel. Ein altes PlayStation-Spiel von 2005. Verdammt, ist das Spiel alt. Na, ist ja auch wurscht. Wir gehen mal den Hund retten. Fiona, die Hundeflüsterin, schreitet zur Tat. I'm coming! My sister is the demon girl! Oh mein Gott! Harry! Ich habe jetzt verraten, wie er heißt, ne? Unverzeihbar! Ich streiche die Luft und nicht dich! Ein Draht ist an das arme Tier gebunden. Er trägt tief in den Hals des Hundes ein. Na, vom Streicheln wird's nicht besser. Go now and don't get caught this time. Ich kann nicht glauben, dass es Leute gibt, die einem armen, hilflosen Tier so etwas antun würden und dieser Mann so groß und komisch aussehend. Ich will einfach nur aus diesem Albtraum raus, sobald ich kann. Und ich habe mich schon wieder etwas aufgeschrieben. Armer Köter, du siehst verletzt aus. Ich hoffe, es wird dir wieder gut gehen. Hoffentlich hast du genug Kraft, um wegzulaufen, wenn jemand hinter uns her ist. Toll, Fiona, du hast gespoilert, du blöde Kuh. Der Draht sieht aus, als ob er sich an etwas verfangen hat. So viele Wunden, so viel Blut, du armes Ding. Bei diesen Wunden ist es kein Wunder, dass du vor Schmerzen gejault hast. Bevor ich dann wieder hochgehe, werde ich kurz mal hier so rumdingsern und Vasen zerstören. Um ein bisschen was einzusammeln. Ist hier was drin? Ob ich wieder zurück kann? Kann ich hier rein? Hallo? Lass mich rein. Ich wollte nur diese schrecklichen Dinge, die ich dorthin gesehen hatte, hinter mich bringen. Ich gehe nicht zurück. Ach, hab dich mal nicht so weinerlich und pussyhaft. Fiona, bitte, benimm dich. Aber ich will da nicht rein. Niemals. Du bist genauso störrig wie Lara Croft. Nein, ich bin schlimmer. Halt's Maul. Was ist das? Die Tür ist von der hölzernen Kiste blockiert. Da muss etwas sein, das ich tun kann. Krabbe hier durch. Hier ist ein Loch, aber es ist viel zu klein für mich. Weniger Süßigkeiten essen? Wäre eine Idee. Weil das Loch ist definitiv groß genug. Nein, wie dem auch sei. Was ist hier hinten? Vasen! Hatschki! Toll. Hoffentlich kommt Typi nicht. Boom! Camille. Das war's? Hier muss doch noch irgendwas sein. Hallo. Dann eben nicht. Was ist das? Kriege ich das hier auf? Die Tür ist beschlagen worden. OMG, OMG. Was ist das? War es das? Mehr ist hier nicht? That's everything? Obwohl, kann ich hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Okay. Obwohl, was ist hier? Die Angel ist durchgerostet. So sehr ich es auch versuchen mag, ich kann diese Tür nicht öffnen. Denn ich bin ein schwaches, harmloses, armseliges Wesen. Willkommen im Schlumpfenland. Hä? Ah.
The door is open now. Etwas sagt mir, ich soll dahin, aber ich gehe erstmal hier durch. Vasen! Vielleicht drei davon. Ich habe gleich 12 einmal zerstört. Yay! Medaillon. Ob man sich hier verstecken kann? Ich frage mich, was für eine Art Zimmer sich auf der anderen Seite befindet. Ich kann Kerzenlicht davon drin flackern sehen. Aber es ist so dunkel, um etwas anderes zu sehen. Ich sehe nicht mehr Silhouetten. Solange die Musik läuft, Musik in Anführungszeichen, ist ja alles gut hier. Und sie rennt und sie wird immer langsamer. Da oben komme ich noch nicht dran. Achso, da ist nichts. Und ich drücke wie so ein Blöder. Die Aktionstaste. Die Tür ist von der anderen Seite abgesperrt. Woran erkennt man das denn immer? Also wenn eine Tür zu ist, dann ist sie zu. Was ist das? Ein Medaillon. Das werde ich eventuell auch irgendwann mal zeigen, wofür die Medaillons gut sind. Werde ich auch, aber nicht jetzt. Solchen Frequenz. Drei scheint eine magische Zahl bei ihr zu sein. Von schreit sie dreimal und jetzt klopft sie dreimal gegen die Tür. Und schon wieder ein Kommentar. Ich muss einen Weg herausfinden. Ich will hier raus. Weil die Tore anscheinend verriegelt sind, habe ich keine Wahl. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Indem ich wieder zurückrenne. Zurück. Mit vielen Rrrs. Mindestens drei. Mensch, gar keine Action hier schon wieder. Sehr schlimm. Ich gehe jetzt in mein Zimmer und leg mich nochmal hin. Falleri, falleri, fallero. Und wenn ein Bösewicht in meinem Zimmer sticht, das ergab keinen Sinn, Sinn, Sinn. Aber das ist mir wurscht. Das interessiert mich nicht. Nee, help, sagt sie. Help me! Richtig. Mach bitte die Tür zu, wenn du gehst. Nichts kannst du richtig machen. Come here.
What's your name? Huey? So you're Huey. Well, hi, Huey. Zusätzliche Hundekommandos, bla bla bla, rechte Hand zur Lookstick, bla 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 bla. So, und da haben wir ja nun auch unsere Waffe und unseren wunderhübschen, süßen, süßen Begleiter. Mach mal Sitz. So. Und mit diesem Wunder, mit dieser wunderschönen Geste ist dieser Teil nun auch vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil, wenn wir mit Huey unterwegs sind. Bis dann, Leute.